gonna take on the world. Schauen Sie sich dieses Video an, es hat mich enorm fasziniert. Es ist aus dem deutschen Fernsehen von Welt und es ist tatsächlich echt. Und ich fragte mich danach, was hat diese ganze Panikmache mit den Menschen angerichtet? Voilà! Ich muss Ihnen mal ehrlich sagen, ich hatte nach meiner Boosterung das erste Mal Corona, habe richtig 3 Wochen flach gelegen, habe nach einem halben Jahr wieder Corona bekommen und mir ging es vor 4 Wochen wieder richtig, richtig schlecht. Ich finde schon, das ist wichtig, dass die 4. Impfung kommt. Ja, nein, Sie haben sich nicht verhört und ich weiß auch gar nicht, wie soll man das noch kommentieren. Es ist eigentlich nicht mehr kommentierbar, man kann dann nur noch den Kopf schütteln in meinen Augen und ja, auch Mitleid haben, weil offenbar wirklich Angst frisst Hirn. Also ich finde es phänomenal. Und die Frage, die man sich stellen muss, wie verantwortbar ist das, dieses ewige Schüren von Angst? Und wird es da irgendwo, irgendwann einen Versuch geben, das Ganze juristisch, rechtsstaatlich aufzuarbeiten, was da passiert ist, was man da mit den Menschen gemacht hat, ganz unabhängig davon, wie man zu all diesen Dingen steht, aber die Menschen so in Angst zu versetzen, dass sie so verwirrt werden, ich halte das für unverantwortlich. Schauen Sie sich es nochmal an zum Abschluss. Alles Gute, danke, ciao. Bleiben Sie dabei, machen Sie ein Like, abonnieren Sie, unterstützen Sie, solange es noch geht. Die ganzen ist ja sehr schwierig, wissen Sie, PayPal, Rausschmiss und all das. Alles Gute, danke, ciao. Ich muss Ihnen mal ehrlich sagen, ich hatte nach meiner Boosterung das erste Mal Corona, habe richtig 3 Wochen flach gelegen, habe nach einem halben Jahr wieder Corona bekommen und mir ging es vor 4 Wochen wieder richtig, richtig schlecht. Ich finde schon, das ist wichtig, dass die 4. Impfung kommt.